Und dieser Song ist manchmal kostbarer als fünf Covers, die man eigentlich hätte proben wollen. Heute gibt es mal wieder ein Online-Gespräch. Und zwar haben wir dieses Mal gleich vier Interviewgäste hier am Start. Und ihr vier seid aber trotzdem nur in Anführungszeichen die Vertretung für wesentlich mehr Künstler noch. Ihr seid nämlich Teil einer Big Band. Und tatsächlich handelt es sich hier um die Big Band Dachau. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hey, Morgen. Servus. Die Big Band Dachau ist ja sozusagen, wer sich jetzt schon länger mit Cordial auseinandersetzt oder vielleicht immer wieder mal auch unsere Social Media Auftritte oder so verfolgt, wird sicherlich auch schon mal über den Namen Big Band Dachau gestolpert sein. Und auch so seid ihr ja schon die letzten Jahre über extrem aktiv gewesen und erarbeitet euch oder habt euch in den letzten Jahren schon einen sehr großen Bekanntheitsgrad so erspielt. Wie sieht es denn da aus? Erzählt doch mal so ein bisschen, was macht die Big Band Dachau aus? Was seid ihr? Wie kam es dazu und wo wollt ihr hin? Was ist so euer Plan? Der Reihe nach, Anna? So, Ladies first. Ja, genau. Also ich bin die Geige in der Big Band Dachau. Ich bin selber seit 2017 dabei. Habe quasi nie eine Zeit ohne Cordial erlebt. Bin sehr, sehr stolz drauf, Mitglied sein zu dürfen. Wir haben schon so unglaublich viele, unglaublich tolle Konzerte gespielt. Und ja, ich habe jetzt nicht so den direkten Plan, was noch alles genau kommen wird, aber ich freue mich riesig drauf. Ich bin der Max. Ich bin Keyboarder in der Big Band Dachau. Mache alles, was mit Tasten zu tun hat. Bin von uns, die hier heute anwesend sind, wahrscheinlich das jüngste Mitglied, also von der Mitgliedsdauer. Ich kann mich der Anne anschließen. Ich habe auch keine Big Band vor Cordial erlebt. Ich habe auch keine Big Band vor Jimmy Tenor erlebt, weil das Projekt, das wir mit Jimmy Tenor gestartet haben, worum es wahrscheinlich später noch geht, denke ich, hat genau da angefangen, als ich in die Big Band eingestiegen bin, nämlich im Juli 2019. Genau. So viel zu mir. Also was man dazu jetzt hier noch sagen muss, beim Max, sieht man vielleicht so ein bisschen, vielleicht kannst du es doch mal ein bisschen zeigen, du glitzerst. Du hast hier nämlich so jetzt mal sozusagen dich so ein bisschen in dein Bühnenoutfit geworfen und das ist ja jetzt, du bist ja jetzt nicht der Einzige, der jetzt live sich vielleicht ein bisschen anders präsentiert, als wenn er jetzt so normalerweise unterwegs ist, denke ich jetzt mal. Sondern das ist auch so ein Teil, wofür ihr auch bekannt seid. Ihr macht auch optisch irgendwie unheimlich was her. Also da werden wir wahrscheinlich auch noch danach so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Dann haben wir hier noch einen der beiden Schlagzeuger der Big Band auch mit am Start, auch schon lange in Verbindung mit Cordial, den Tommy. Hallo Tommy, grüß dich. Hey, ich bin der Tommy, ich spiele Schlagzeug und wo will ich hin mit der Big Band? Ich will eigentlich spielen, so wie es ist super. Es ist eine wunderbare Band und es macht riesig Spaß. Das ist, glaube ich, das, was euch auch auszeichnet. Also auch wenn man bei euch auf dem Gig ist oder so, es macht einfach Spaß. Und wesentlich dazu beigetragen hat bisher und wird es auch in Zukunft, denke ich, der Bandleader, last but not least, Tom Jahn. Hallo Tom. Morgen. Also erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen im Internet bei Cordial und vor allem, dass wir seit über 5 Jahren bei euch Endorser sein dürfen und dass ihr uns da so auf unserem Weg begleitet und einfach wirklich mit krassem Einsatz der Band den Rücken stärkt auf der Bühne. Du und der Kollege, ihr seid ja mit uns sogar auch nach Montreux gefahren und habt euch da diesen harten und wunderschönen Touralltag mal angetan mit der Band und haben das wirklich gut mit uns verbracht. Und also das muss man weltweit natürlich erstmal finden, dass eine Firma sich so für ihre Artists einsetzt.
Und genau, da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Was die Band ausmacht, ist ein ganzes Potpourri an Dingen. Erstens mal natürlich in Vertretung die Leute, die wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, und natürlich auch der komplette andere Mannschaft. Ich habe neulich mal angefangen, einen Rap-Song zu schreiben, der nur aus den Namen der bisherigen Mitglieder der Big Band besteht. Und ich bin immer noch nicht fertig, aber der Song wird ungefähr 7 bis 8 Minuten dauern, wenn ich einfach nur die Namen sage. Und es waren schon ganz viele dabei, die da einfach auch durchgegangen sind durch diese Big Band. Jetzt hat der Lebensweg woanders hin verschlagen und so. Und es ist manchmal ein bisschen Fluktuation. Aber es hat sich mittlerweile eine tolle Mannschaft rausgebildet und die auch sehr fest zusammen ist, die untereinander Freundschaften haben, wie Anna gerade gesagt hat, die sich mit der Band identifizieren und so. Und was wichtig zu sagen ist, ist, dass wir eine, wir sind eine Amateur-Big-Band, und das meine ich im ursprünglichsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir sind Typen, die Sache lieben, die wir machen. Und das unterscheidet uns zum Beispiel auch von der Jazz-Rausch-Big-Band, an die wir hier natürlich einen dicken Gruß raussenden, die das Ganze in Anführungszeichen professionell machen. Aber wir sind was anderes. Wir haben angehende Profis, wir haben Musikschüler dabei, wir haben Universitätsprofessoren dabei, wir haben Lernstudenten, wir haben aus allen Berufsgruppen Leute zusammen, die sich aber in einem natürlichen Aussonderungsprozess zusammengefunden haben, weil diejenigen, denen es nicht getaugt hat, die sind nicht mehr gekommen. Diejenigen, die es getaugt hat, die sind gekommen, und es ist mittlerweile so ein fester Kader von 15 bis 25 Leuten, die wirklich zusammen sind, weil sie Bock aufeinander haben. Und das merkt man an der Band. Also wir brauchen zwar länger, um ein Konzertprogramm uns drauf zu schaffen, als jetzt zum Beispiel die NDR Big Band. Aber dafür, ich sage jetzt mal, lieben wir den Scheiß. Und diese regelmäßige Probenarbeit, die manchmal auch Umwege fährt, ja, wo wir, also wir kommen in die Probe Montagabend um 8, es stehen auf dem Programm 5 Stücke, die wir eigentlich am nächsten Gig können müssen. Tom Jahn lässt stimmen beim B, dann spielt der Tommy auf einmal eine 4-to-the-floor-Drum. Er würde manchmal ganz gern einen Reggae-Groove spielen, aber da kriegt der Bandleader immer Pickel im Nacken. Aber dann bleibt man auf einmal, merkt man, die Probe ist rum und man ist beim Stimmton B stehen geblieben, aber es sind dabei so viele tolle neue Sachen passiert und ein Song ist dabei entstanden. Und dieser Song ist manchmal kostbarer als 5 Covers, die man eigentlich hätte proben wollen, weil das einfach jeder sich eingebracht hat, weil miteinander improvisiert wurde, weil sich das Stück miteinander erarbeitet wurde und weil dieses Stück auch nur mit der Personenzusammenstellung entstehen konnte, die eben hier in der Probe da ist. Und deswegen ist das Set, was wir spielen, ist auch von mir als Komponisten entkoppelt. Oder also ich sehe mich da eher so als Sprachrohr und als Mensch, der zusammenfasst, was von den Leuten kommt. Und deswegen ist es ein ganz einzigartiger Bandsound. Und in meinem, also jetzt bin ich 42 und habe ein paar Kilometer auf der Bühne schon hinter mir und merke mit jedem Jahr, was ich in dem Business verbringe, wie wichtig es ist, einen gewachsenen Bandsound zu haben und wie kostbar der ist. Weil egal, welches Projekt man anfängt, dann spielt man ein Jahr, dann wird es zu wenig Geld oder zu viel Geld oder der eine springt ab und so weiter. Und also das ist eine Einzigartigkeit mittlerweile in der Musikwelt und in der Popkultur, dass es eine Band gibt, die über Jahre wirklich zusammenarbeitet und sich so weit dann zueinander entwickelt, dass etwas entsteht, was, das kann man nicht sich hin, also ich hätte mich nicht hinsetzen können jetzt und sagen, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit, ich schreibe 30 Stücke für Big Band und die sollen so und so klingen. Das ist ein völliger Quatsch. Man muss die Zeit, Freude und Leid teilen und vor allem die Leute kommen lassen. Und das ist, finde ich, das Besondere an der Big Band Dachau. Ja, wirklich. Ich glaube, da sind jetzt auch schon bei euch allen extrem viele Stichworte gefallen. Also erstmal so dieses Zusammenwachsen, dieses jetzt als Band eine Einheit zu sein, die schon echt viel zusammen erlebt hat. Es gab schon bestimmte Milestones. Da wurde jetzt über Montreux gesprochen. Montreux war jetzt erstmal nur so ein Stichwort. Das ist eine Stadt in der Schweiz. Aber Montreux ist zum Beispiel ja auch eben stellvertretend für das Montreux Jazz Festival. Ja? Und das war eine Sache, das durfte Cordial dann auch eben miterleben. Das war ein tolles Erlebnis. Einer dieser Milestones, die ihr jetzt sozusagen schon habt, ihr wart tatsächlich auf das Montreux Jazz Festival eingeladen worden und habt da vor einer begeisterten Meute gespielt. Am Genfer See und solche Dinge habt ihr jetzt schon mehrere erlebt.
Und dann gab es da jetzt zum Beispiel auch einen bestimmt ganz großen Milestone, dieser Name ist auch schon gefallen, nämlich Jimmy Tenor. Und das ist eigentlich so, denke ich, das, was jetzt so euer aktuelles Projekt auch noch ist. Ihr hattet nämlich vor geraumer Zeit Konzerte mit dem, wirklich einem weltbekannten Superstar Jimmy Tenor. Und das ist natürlich schon was Besonderes für eine Amateurband, in Anführungszeichen. Wie kam es denn dazu und was ist da passiert? Und wie hat sich das entwickelt und was passiert jetzt momentan gerade so in Bezug auf diesen Namen? Tommy, magst du? Also ich kenne die Geschichte nur so vage, dass der Jan van Meerendonk, mein Schlagzeugerkollege, den Jimmy Tenor erlebt hat. Ich weiß gar nicht, bei sich zu Hause in Finnland, oder? War das, ich weiß nicht. Und dann hat er ihn nochmal gesehen in München und dann hat er ihn angesprochen, ob man da ein Feature veranstalten könnte. Und Jimmy hat da gesagt, ja, das machen wir. Und so ist das zustande gekommen. Also einfach so hingegangen, gesagt, hey, wollen wir was zusammen machen? Und der Weltstar aus Finnland, Jimmy Tenor, sagt, ja, machen wir. Oder wie war das? Prinzip Frechheit siegt. Also der Jan und der Olli aus der Band, also der Jan ist der Schlagzeugkollege vom Tommy. Wir arbeiten ja mit zwei Drumsets. Fürstlich betreut von Cordial Cables. Der Olli ist der Bruder von Jan van Meerendonk und die sind, seit sie wirklich Teenager sind, eingeschworene Jimmy Tenor-Fans, kennen sein ganzes Big Band-Övre natürlich in- und auswendig. Und dann hatte der Jimmy Tenor einen Gig in der Roten Sonne in München. Und dann sind sie einfach ins Backstage gelatscht, haben geklopft, haben gesagt, du pass auf, wir haben eine Big Band, wie schaut's aus, kommst du vorbei, spielst du mit und so. Und der ist wirklich, also der sagt nicht viel, aber der sagt, auch die E-Mails sind immer so geil. Wir schreiben so eine lange, fünfzeilige Anrede mit, könntest du, hättest du mal, würdest du dir vorstellen können, das? Und er so antwortet, sure, maybe. Ja, damit ist alles gesagt. Ja. Die Leute wissen, was sie tun. Ja, ich meine, ich denke mal, der wird dann ja auch irgendwie mal was von euch vorher mal gehört haben und so. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch das, was ihn dann wahrscheinlich überzeugt hat, weil euer Sound ist ja jetzt auch nicht so das, was man sich normalerweise, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre zurückschaut, so als typischen Big Band Sound so vorstellt. Sondern bei euch ist ja schon das alles sehr, sehr energetisch. Es erinnert manchmal auch an irgendwie schon fast teilweise an Techno-Gigs oder Techno-Veranstaltungen, obwohl es eigentlich vor allem halt Bläser getragen ist. Das ist natürlich schon auch was Besonderes. Ich denke, das wird den auch überzeugt haben. Ne? Sorry, Max. Es gibt viele Punkte, in denen Jimmys Musik und unsere Musik eben übereinstimmt. Du hast gerade schon gesagt, Jimmy ist ja bekannt geworden eigentlich als Techno-Musiker in den 90ern. Die Big Band Dachau ist bekannt geworden als Techno-Big Band. Das passt schon mal zusammen, aber vor allem, was, glaube ich, eine große Gemeinsamkeit ist, dass wir auf der Bühne gleich gerne experimentieren. Die Konzerte von der Big Band Dachau sind ja niemals gleich, sondern die Abläufe, wer Solo spielt, alles ist komplett frei. Und das ist was der Jimmy in seinen Konzerten auch macht. Der ist auch sehr frei in dem Konzert, in dem Konzept seiner Live-Konzerte. Und noch dazu, glaube ich, haben wir auch die gleiche Ästhetik auf der Bühne. Er ist auch immer sehr bunt unterwegs, mit viel Glitzer und einfach ein bisschen verrückt. Und ich glaube, deswegen ist das schon so ein Match made in heaven. Big Band Dachau und Jimmy Tenor. Ja, und ich glaube, das war dann auch diese Synergie, die dann auch eben passiert ist. Da gab es dann irgendwie mehrere Konzerte. Ne? Wie war das? Ich meine, ihr konntet ja jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einen Gig und fertig, sondern das muss ja dann irgendwie geplant, vorbereitet werden. Da muss man sich dann treffen, zusammen üben. Dann braucht man die komplette Organisation, die Wahl der Veranstaltungslocations und so weiter und so fort. Wie ist das dann vor sich gegangen?
hat sich eigentlich dann daraus ergeben, also wir hatten zwei sehr gute Bookings, einmal Headliner auf dem Digital Analog Festival im Gasteig in München und tags drauf im Stadttheater Landsberg. Und das war so schon relativ früh in der Planungsphase klar, also dass uns diese zwei Locations da wirklich auch unterstützen und natürlich auch die Gage und die finanziellen Mittel bereitstellen, damit wir Jimmy einfliegen können und unterbringen und so weiter. Und letztendlich war das dann eigentlich ein Vier-Tages-Projekt. Ne? Donnerstag kam Jimmy, wir haben eine lange Probe gemacht. Am zweiten Tag hatten wir sozusagen eine Vormittagsprobe, eine kurze und den Soundcheck im Gasteig dann. Und dann waren die zwei Konzerte. Und im Gasteig war auch so Kennenlernen, auch spannend alles und so. Und viele Leute da, ziemlich gefeiert, aber dann tatsächlich explodiert. Jetzt ist es wirklich einfach am Sonntag in Landsberg dann, weil das Programm natürlich nochmal bekannter war. Und lustigerweise hatten wir halt den Josie Friebel dann dabei, der das Ganze live mitgeschnitten hat. Übrigens einer der besten Live-Techniker hier im Süden auch. Und dann haben wir das einfach auch mal wieder nach dem Prinzip Frechheit siegt einfach gemischt und dann mal Südpol angeboten und die sind natürlich aufs Boot aufgesprungen und glauben an sowas und ja, und dann kommt es dazu, dass wir als Blasverein aus Dachau jetzt auf dem hippen Label die Platte rausbringen dürfen, was für uns natürlich schon ein Ritterschlag ist. Okay, also aha, das heißt, für die Leute, die das jetzt eben noch nicht wissen, es gibt tatsächlich jetzt dieses Konzert in Landsberg, gibt es jetzt als Live-CD. Das heißt, ihr habt einfach gesagt, okay, das hat sich so mehr oder weniger durch Zufall ergeben, war vielleicht am Anfang nicht so geplant. Jetzt wird hier gefeiert. Sehr gut. Genau, das war jetzt das Stichwort. Man muss die CD Big Band Dachau featuring Jimmy Tenor kaufen, live in Landsberg. Ja, feiern, kaufen und feiern und kaufen und dann nochmal feiern und dann erst richtig feiern. Ja, genau. Also das war jetzt wirklich so, das war irgendwie Zufall, der hat das mitgeschnitten, das war vorher gar nicht so großartig geplant oder so und dann habt ihr gesagt, okay, da machen wir jetzt was draus. Oder ja. War das schon so, kann man ja mal überlegen, wenn es was wird, dann machen wir da mal eine CD draus? Genau, also der Gedanke war auf jeden Fall da, dass man sowieso auch für uns zumindest eine Erinnerung hat an den Abend und sowas. Und dann, also vor der Band hat sich jedenfalls sehr gut angefühlt, was passiert ist. Wie hat sich denn für euch in der Band angefühlt? Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass aufgezeichnet wird. Das war wahrscheinlich gut so. Weil, wenn man es weiß, also ich muss sagen, das Konzert war unglaublich, war eines der besten Konzerte meines Lebens. Und es ist einfach das absolute Glück, dass genau dieses Konzert aufgezeichnet wurde. Die Energie auf der Bühne war so krass da einfach. Und ja, das merkt man auf der CD. Ja. Ich glaube, das ist auch das, Live-CDs haben so ihre eigene Sprache und ihr eigenes Gefühl. Ne? Also Es gibt Live-Aufnahmen, da denkst du, naja gut, hätte auch jetzt im Studio sein können. Und dann gibt es wieder die, da spürst du irgendwas, was da zwischen der Band und dem Publikum passiert ist. Auch wenn du jetzt selber irgendwie nicht direkt von der Bühne stehst. Und wenn das so umgesetzt werden kann, dann ist das, glaube ich, einfach genial. Und wenn dann so spontan, ohne dass vielleicht jetzt jeder sogar weiß, dass daraus was entstehen wird, dass dann diese Energie so transportiert werden kann, dann ist das natürlich mega. Anna, wie war das für dich? Wie hast du das miterlebt? Ja, also für mich war, also ich komme ja ursprünglich aus der reinen Klassik. Für mich war die Big Band an sich ja schon mal etwas Neues. Und dann das Projekt mit Jimmy Tenor. Ich habe mir am Anfang wirklich schwer damit getan. Das war überhaupt nicht so meine Musikrichtung. Das war gar nicht mein Stil, was ich bisher gespielt habe. Und als Jimmy dann tatsächlich auch da war und die zwei Tage mit uns nochmal geprobt hat, da war das plötzlich da. Der hat uns, oder mich zumindest, hat der total in seinen Bann einfach gezogen. Der Fokus war plötzlich da. Und ich finde, das hat man an den Gigs einfach selber auch nochmal so enorm gemerkt, weil das Publikum das auch gemerkt hat und dann da auch so mit interagiert hat. Und also das war wirklich, ja, eine Explosion quasi. Das war wirklich sehr, sehr gut dann, was ich überhaupt nicht gedacht hätte am Anfang. Wow. Und diese Explosion jetzt dann auf CD zu bringen,
da gehört ja dann auch was dazu. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir haben das jetzt mal mitgeschnitten und jetzt machen wir eine CD. Sondern da passiert ja dann auch viel dazwischen. Wie war das dann in der Produktion? Wer war dann damit involviert und wie lief die Planungs- und die Umsetzungsphase und die Produktionsphase dann an sich? Ich meine, es war dann wahrscheinlich auch in der Zeit, wo es dann eben schon eine Lockdown-Situation war, mehr oder weniger. Das ist wahrscheinlich auch nicht jetzt so ganz normal alltäglich gewesen. Was gibt es darüber dann zu erzählen? Wie lief das? Wie kann man da mit dieser ganzen Geschichte zurecht? Ja, von der CD-Produktion habe ich wahrscheinlich noch am meisten mitgekriegt. Deswegen erzähle ich mal. Also eigentlich die komplette Organisation von der CD-Produktion hat unser zweiter Schlagzeuger, Jan van Meerendonk, übernommen. Big Shoutout und Riesenrespekt, weil der hat sich da unglaublich ins Zeug gehängt. Eigentlich sollte diese CD schon vor genau einem Jahr rauskommen, nämlich im April 2020, weil wir da nochmal Konzerte mit Jimmy Tenor geplant hatten, die aber dann aus bekannten Gründen abgesagt wurden. Und dann war halt das Problem, dass die gesamte Kreativbranche gerade vor ja, Perspektivlosigkeit stand, inklusive unserem Mischer und allen Labelmenschen. Und deswegen hat sich dann alles ein bisschen gezogen, weil keiner genau wusste, wann kann man jetzt überhaupt, wann sollte man so eine CD jetzt überhaupt rausbringen. Für uns war halt immer noch die Idee, wir bringen es raus, wenn wir wieder mit Jimmy spielen können. Das war auch immer noch der Plan, weil die Konzerte vom letzten Jahr April wurden nämlich verschoben auf dieses Jahr April. Das heißt, wir haben unseren Release-Termin sehr optimistisch auf diesen Jahr April gesetzt. Die Konzerte können jetzt auch nicht stattfinden, aber die CD ist trotzdem da. Jimmy bleibt uns aber nicht verwehrt, weil da sind wir jetzt nochmal optimistisch. Wir im Oktober tatsächlich Konzerte mit Jimmy Tenor planen. Aha. Das heißt, es wird Big Band Dachau featuring Jimmy Tenor Teil 2 geben. Und da haben wir natürlich dann auch die CD von Teil 1 dabei. Wow, cool. Und plant ihr dann auch wieder eventuell dann noch eine CD rauszubringen? Je nachdem, wie es läuft wahrscheinlich, oder? Also ich denke, der Erfolg wird euch jetzt erstmal recht geben und dann schaut mal, was passiert, oder? Ich denke mal, die zweite CD wird so geplant wie die erste, nämlich nicht. Wir schauen, wie gut es wird. Also es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich wird sich eine Produktion mit einer Jimmy Tenor CD, wenn dann nochmal live, kann ich mir zumindest als Prognose mal so vorstellen. Aber die Big Band Dachau wir haben sozusagen jetzt in den letzten beiden Jahren in unserem Live-Set immer wieder neue Songs mit reingenommen und so weiter. Und wir haben ja vor Jimmy Tenor auch schon eine CD gemacht, aber wir haben praktisch noch keine CD, auf der ausschließlich unser eigenes Material drauf ist. Und das wird wahrscheinlich jetzt die Folge-CD werden, erstmal, wo sich die Big Band Dachau sozusagen mit ihrem eigenen Material präsentiert. Die ist schon in Planung. Und dann sehen wir natürlich einfach, was jetzt. Jetzt wird ja erstmal diese Jimmy Tenor CD ausgewertet. Es muss die erstmal arbeiten. Es muss die auf verschiedene Playlists kommen. Wir sind übrigens schon auf diversen guten Playlists gelandet, so auch in Australien auf Aha. einem Radiosender, irgendwie, was uns neulich total gefreut hat. Und Uh-huh. also das wird es gerade so ein bisschen in die verschiedenen Kanäle reingeschossen und jetzt muss man natürlich sehen, wie die Aufnahmen dann anfangen zu arbeiten und daraus werden sich dann auch die nächsten Schritte ergeben, denke ich. Seit wann ist die jetzt am Start? Die ist am 16. April rausgekommen, jetzt vor am Freitag von der Woche. Okay, also noch super jung. Genau. Wahnsinn. Und ich glaube, es ist auch jetzt einfach auch jetzt gerade eine gute Zeit, um eine Live-CD rauszubringen, weil die Leute gieren nach Live-Erlebnissen und dann ist es halt jetzt das Live-Erlebnis zu Hause, aber es ist ein Live-Erlebnis. Und wenn die Energie passt, dann ist das auch schon was, was einen dann auch zu Hause mitnimmt. Ja. Naja, also allem voran, äußerliche Beschränkungen und Restriktionen wirken sich ja immer darauf aus, dass man auf sich selber zurückgeworfen wird und gezwungen ist oder die Gelegenheit kriegt zur Innenschau. Und das ist jetzt auch eigentlich der Effekt, der auf uns Kreative
Also ich spreche jetzt mal für mich. Ich denke mal, für euch war es genau das Gleiche. Man hat auf einmal Zeit, man hat auf einmal sich und sein Instrument in einem beschränkten Raum und hat Zugang zu ganz viel Musik. Und man, also mir ging es so im ersten Lockdown. Ich habe angefangen, irgendwie zu joggen und Eis zu baden und zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder mal Musik zu hören. Ja, also ich habe einfach mal abends mich hingesetzt und habe mir einfach mal eine CD aufgelegt und habe mir die angehört. Sonst natürlich immer so, ja, Handy 10 Sekunden, ah geil, ja super, zeig mal das her und so. Und dieser Hustle im Alltag war auf einmal weg. Und das heißt, man darf viele Sachen nicht tun. Was kann man denn dann tun? Das heißt, der Kopf fängt an, Lösungen auszuarbeiten, ja, und für uns als Musiker heißt es dann natürlich auch, dass man sich mal schnell ans Klavier setzen kann oder sich Gedanken machen kann, was kann denn deine Musik jetzt gerade sein und so, und nicht, was muss nächsten Freitag auf der Bühne funktionieren. So, und also für mich persönlich war es auf jeden Fall eine wundervolle Zeit der Muse und der inneren Einkehr. Und denke mal, dass es auch bei ganz vielen anderen Künstlern so war, wenn man jetzt auch schaut, wie viele Platten denn auch gerade auf den Markt kommen, ja, und wie viele Leute sich da wirklich zurückgezogen haben und mal an ihrem Ding gearbeitet haben. Also das heißt, aus kreativer Sicht, wundervoll. Finanziell geht es manchmal schwierig, aber eigentlich auch generell gut. Also ich persönlich unterrichte ja auch Klavier und mache das zurzeit online und so weiter. Und man hält sich über Wasser, bis sozusagen die Wogen sich geglättet sind und sich geglättet haben. Und ich bin sehr optimistisch. Es gab noch keine Pandemie in der Weltgeschichte, die erstens mal die Menschheit ausgerottet hat, wie man sieht, und zweitens mal auch die Kraft gehabt hätte, dass sie die Kunst aus der Menschheit verbannt. Von daher mache ich mir die wenigsten Sorgen, weil wenn man in den letzten 200 Jahren die Pandemien oder Epidemien anschaut, die sind nach einer gewissen Zeit auch auf natürliche Weise abgeebbt. Und die hatten zu der Zeit noch nicht die riesige medizinische Hilfestellung, die man jetzt mobilisiert sozusagen. Mein Gott, Leute, man kann es abwarten. Und währenddessen machen wir Musik. Ja, genau. Abwarten und wie du jetzt gerade gesagt hast, auch irgendwie sich auch in dieser Krise auch weiterentwickeln und Dinge tun, den Horizont erweitern, wofür man vielleicht sonst nicht so die Zeit und die Muße und die Möglichkeiten hatte. Und ich denke, das ist auch etwas, was sich sehr gut dann auch, wenn das mal alles rum ist, auch in der Kunst auch widerspiegeln wird. Ne? Dass da einfach ein wahnsinniger Push passiert, ist natürlich so die Hoffnung auf jeden Fall. Weil, also mir persönlich ging es so, dass ich so finde, so in den letzten Jahren jetzt, es gibt Ausnahmen so wie euch oder so, aber es ist teilweise sind Dinge schon so ein bisschen stagniert. Und ich glaube, da kann sich jetzt gerade jetzt auch unheimlich viel weiterentwickeln. Und wenn dann auch mal wieder so Möglichkeiten sind, live zu spielen und so, dann wird das nochmal einen ganzen großen Schritt nach vorne gehen. Und das deswegen glaube ich, wie du sagst, dass in der ganzen Sache auch eine gewisse Chance besteht. Ja. Auf jeden Fall. Tommy hat ja, du hast ja auch irgendwie Mords Album aufgenommen, gell? Irgendwie mit deiner Band. Ja, wir haben mit Roots Radicals in Dachau, wann war das? Auch im ersten Lockdown im Sommer ein Album aufgenommen. Es sollte eigentlich auch kein Album werden, sondern erstmal nur ein Online-Konzert. Aber dann haben wir gesagt, da machen wir ein Album draus. Ja, ja, ich glaube, sowas passiert dann jetzt irgendwie gerade. Ne? Also, wie sieht es da aus mit der Big Band momentan? Ist natürlich schwierig. Ne? Also, wie viele Leute seid ihr insgesamt? Ich glaube, du hast irgendwas gesagt, zwischen 15 und 25 Leute. Die kann man wahrscheinlich jetzt gerade schwer irgendwie online so alle unter einen Hut bringen. Aber ihr seid in Austausch und teilweise wahrscheinlich einzelne Leute miteinander in Austausch. Gibt es da irgendwie Entwicklungen? Kriegt man da irgendwas mit? Oder sagt ihr einfach jetzt, die CD ist jetzt gut, das ist was jetzt gerade passiert, was die Big Band jetzt auch wirklich nochmal hervorragend präsentieren kann. Und ansonsten ist man halt so ein bisschen auch so in einer, was jetzt die Band an sich betrifft, so ein bisschen in so einer Standby-Position und wartet darauf, dass es dann halt wieder losgeht. Ja, Standby ist auf jeden Fall das richtige Wort. Und Mai, also man darf sich nicht zu mehreren treffen zum Proben. That's it. Ich persönlich
Habe viel überlegt, ob man jetzt sozusagen irgendwie Online-Proben versucht, wo dann die Leute das Mikrofon ausschalten und für sich ihre Stimme spielen und so weiter. Halte ich aber für schwierig. Und ich glaube, das ist jetzt einfach, also die Band ist involviert und jeder, glaube ich, freut sich über den Release jetzt und so weiter. Und die Band ist auch irgendwie medial präsent. Und in dem Moment, wo es im Sommer wieder mit Infektionszahlen und wo der ganze When the big rumble is over, dann werden wir uns einfach wieder treffen und weiter musizieren, weil die Big Band Dachau ist was am Platz funktioniert. Punkt. Für mich. Also das ist, die Big Band Dachau hatte meiner Meinung nach auch mit ihre größten Momente, zwar auf Bühnen, aber mit die größten Momente, an denen nur die Band auch teilweise entstehen, einfach manchmal bei den Proben. Also manchmal fahre ich nachts von Dachau heim und bin so beseelt einfach, und weiß, dass so, also ja, es sind unwiederbringbare Momente, die dann einfach aus einer gewissen Anwesenheit und Gelöstheit und liebevollen Konzentrationen von allen Anwesenden einfach entstehen. Und manchmal hat sich mein Musikerdasein schon gelohnt, wegen einem Akkord, den ich in dieser Probe montags höre einfach. Ja. Und genau da werden wir auch wieder ansetzen, wenn die Vorhänge wieder offen sind. Ihr schaut wahrscheinlich jetzt auch schon alle unheimlich mit den Hufen, oder? Alter. Anna, wie ist es bei dir? Ich meine, Geige, du spielst jetzt momentan für dich zu Hause oder wie sieht es bei dir aus? Wie burnst du jetzt drauf, dass es dann wieder losgeht? Also ja, ich spiele daheim. Was anderes bleibt mir nicht groß übrig. Ne? Ich hatte letzte Woche am Samstag die Ehre mit Max ein Duo zu spielen, mit 2 Meter Abstand natürlich, weil wir die CD ja verkauft haben und wir die Wartezeit halt genutzt haben. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das war aber tatsächlich das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich wieder was zusammengespielt habe. Ansonsten, wo es halt ging, habe ich ein bisschen Geigenunterricht gegeben, aber das fällt ja momentan auch wieder alles flach, von dem her stilles Kämmerchen, würde ich sagen. Ja, klar. Aber so still ist es gar nicht, wenn du Geigenunterricht gibst und wenn du für dich zu Hause spielst und wenn du jetzt auch mal mit einem Kollegen hier jetzt auch tatsächlich mal wieder gespielt hast, dann ist es ja schon nicht ganz still, sondern es passiert immerhin noch ein bisschen was und so. Und das ist ja auch schon. Tommy, du hast eben mit der Reggae-Band jetzt dann auch die Aufnahme gehabt und so und bist da noch immer so wieder mal aktiv. Max, wie schaut das bei dir aus? Du warst auch mit in die Produktion involviert. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen deine Zeit in Anspruch genommen? Ja, genau. Ich war verantwortlich vor allem für die Social Media Promo für die CD. Das ging jetzt über die letzten 3 Monate so. Hatte ich gut was zu tun. Zusätzlich spiele ich auch noch in einer anderen Band, wo wir mehr oder weniger beruflich unterwegs sind. Das heißt, wir dürfen proben, was wir auch ab und zu gemacht haben. Und wir waren auch in Wien im Studio. Also es ging musikalisch schon was bei mir, aber ich vermisse das Live-Spielen trotzdem unglaublich krass, weil es ist immer noch das, weswegen ich Musiker bin. Ja, und das tun die Fans, das tun die Musiker, alle sind einfach jetzt so in den Startlöchern, jetzt muss man halt einfach diese Standby-Situation jetzt noch ein bisschen rumkriegen ums Eck und dann wird es wieder losgehen und dann habt ihr ja eigentlich dann auch für den Wiederstart erst natürlich auch ein unheimlich gutes Zeichen gesetzt jetzt mit einer Live-CD, die natürlich auch dann eure Reichweite jetzt natürlich auch nochmal verstärken wird und immer mehr Leute werden euch kennenlernen und das sind eigentlich so die besten Voraussetzungen, ne? Es ist auch das erste Mal, dass die Big Band mit einer Aufnahme auf Spotify ist und auf den anderen Streaming-Diensten. Mhm. Das hilft natürlich auch, weil natürlich jeder, vor allem jeder unter 40, würde ich mal sagen, das Erste, was er fragt, gibt es von euch was auf Spotify? Und das können wir seit letztem Freitag mit Ja beantworten, was sicher auch hilft beim Verbreiten von unserer Musik. Wow. Ja, also in diesem Sinne, ich denke, das Setting ist da,
die Voraussetzungen sind schon lange geschaffen und es gibt immer wieder neue Schritte. Jetzt gibt es dann, irgendwann wird man euch wieder live erleben. Jeder wartet drauf und wird dann wieder mit mindestens genauso viel Begeisterung bei der Sache sein. Und ihr könnt dann auch endlich mal wieder loslegen, dass es wird passieren. Und da sind wir alle schon unheimlich gespannt drauf. Wir möchten noch irgendwie mal Bier kühl für dich, wenn du beim ersten Konzert im Publikum bist. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich weiß auch so. Es gab ja schon auch Situationen, da hat man schon gedacht, jetzt brauchst du aber echt mal schnell ein Bier, weil sonst bist du bei dieser ganzen Energie irgendwann dehydriert. Nee, ist auf jeden Fall cool so. Ja, will noch irgendjemand die Famous Last Words jetzt hier sozusagen an sich nehmen? Das mache ich jetzt vielleicht mal stellvertretend für die ganz, ganz vielköpfige Big Band Dachau und wir freuen uns unglaublich auf die nächste Konzertsaison. Es dauert nicht mehr lang, Kinder. Wir sind bald wieder da. Und genau, ich denke mal, so ab Sommer, Herbst kann man sich schon wieder. Ich war zum Beispiel jetzt am letzten Freitag gerade in Haldern am Niederrhein und habe mit denen gesprochen über das Haldern Pop Festival. Und die, wie auch die Fusion übrigens und alle anderen Festivals, sitzen fieberhaft daran und bereiten Konzepte vor für die Sommerfestivals. Haldern Pop wird definitiv stattfinden im August. Und ich denke mal, dass die sich auf so eine Lösung mit ungefähr 80 bis 90 Teststationen einlassen, die dann dort von gemischtem Personal bedient werden, einfach mit Selbsttests und dass dann einfach getestetes Publikum aufs Feld kommt und dann dort auch wieder feiern kann, einfach wie es ist. Ja. Und mittlerweile ist die Versorgung mit Selbsttests ja so gewährleistet. Und in diesem Sinne, glaube ich, wird es nicht mehr allzu lang dauern und haltet alle durch und dann machen wir bald wieder schönen Krach zusammen. Wow, wir freuen uns drauf, sehr. In unserem Fall natürlich auf der Bühne immer komplett eingedeckt mit Kordialkabeln und von daher auch alles technisch safe. Auch wichtig. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Tim, jedenfalls fürs Interview. Ja, ich danke euch. Also ich danke euch für das Interview. Ich stellvertretend auch an die ganze Big Band für tolle Zeiten, für tolle Erlebnisse, eine schöne, sehr fruchtbare, produktive Zusammenarbeit und gerne weiter so. Wir sind gerne mit euch auch weiter in Zukunft am Start und wünschen euch auf jeden Fall jetzt alles Gute und vor allem euch allen hier jetzt und der ganzen Big Band und allen Leuten drumherum auch beste Gesundheit natürlich. Und dann dauert es nicht mehr lang und dann sehen wir uns auch wirklich mal wieder alle face-to-face. Dankeschön. Bis bald. Macht es gut. Danke. Bis bald. Servus. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss.